Hallo Leute, schauen wir mal in die Haltestellen dieser Folge rein und hoffen, dass wir da nicht allzu viele stehende Gäste sehen und arbeiten dann da mal dran, dass das einigermaßen fluppt, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir uns das an. Bis gleich. So, Gütersloh haben wir gleich schon 29, 8, oh, 99 Leute stehen. Kommt aber auch gerade ein Zug an. Der dann, ah ne, der fährt weg. Okay, dann ist auch gut. Ich dachte, der wäre angekommen, aber der fährt nach Süden. Und über Zweibrückenwald. Zweibrücken war hier, ne? Ne, Bad Zwischenahn ist das. Zweibrücken ist da hinten hin. Jetzt ist die Frage, ist er hier Bad Zwischenahn oder Zweibrücken? Naja, ne, ist Bad Zwischenahn, ne? Ist das erstmal gut. Aber hier unten fehlt noch einer da, ne? Wie weit ist der denn? Wo bleibt der denn? Ah, er fährt hier gerade rein. Hat 51 Passagiere und lädt 59 rein. Also das sieht erstmal noch gut aus, dass das passt. Wie sieht es jetzt hier unten aus? Ach, da sind ja doch tatsächlich zwei Züge drauf. Der hat 21, okay. Hier steht jetzt keiner und am Hafen stehen welche, die tatsächlich nach Gütersloh wollen. Okay. Ja, wenn aber zwei stehen, dann ist ja erstmal alles gut. Dann wird Zweibrücken gleich hier auch mit 42 und nochmal Zweibrücken 22 sind 64. Okay, das passt nicht in einen Zug rein, aber wir haben ja auch zwei auf der Strecke. Und da sind auch noch 17. Also ja, aber Zwischenahn sind sechs. Naja, das geht aber alles. Das ist erstmal okay. So, dann haben wir Neubrandenburg. Wie sieht es in Neubrandenburg aus? 67 Passagiere, davon wollen welche nach Friedrichsdorf, 21. Bad Mergentheim ist die gleiche Richtung, sind 36. Achim ist die gleiche Richtung, 46, 60, ne, 50. Oder, warte mal. 10, 20, 30, 40, 50. Bad Mergentheim auch nochmal, über Bad Mergentheim, wir sind 64 und drei Passagiere nach Köln. Also ist der Zug, der hier fährt, im Endeffekt schon ausgelastet dann, ne? Und der kommt da schon und dann bleiben schon welche stehen. Und er hat 59 drin. Da fährt aber nur einer, ne, oder? Wie viele stehen denn jetzt hier? Okay, die wollen alle nach Bad Mergentheim, können aber nicht, weil wir schon so viele vielleicht da drin haben, ne? Das wird dann schon schwierig. Die wollen auch noch nach Norden, also hier hin in diese Richtung. Aber hier fahren auch Zweier. Nee, dann sollte es eigentlich gehen. Ja, dann sollte das gehen. Wollen hier welche darüber? Nach Bad Mergentheim, Zweikhafen, das ist dann hier, ne, oder? Fährt der da unten auch lang? Zweikhafen ist das. Und er fährt da jetzt nicht hin. Der fährt zum Rathof, der war da schon. Okay, dann ist das so. Hier steht niemand. Auf der anderen Seite stehen 35. Die wollen aber in die andere Richtung. Nach Schwandorf-Waldhafen. So, und der ist hier, kommt gerade an. Und hat nur 5 da drin. Okay. Das ist ein bisschen knapp. Wir stehen hier 42, die er aber nach unten bringen soll. Okay. Das ist dann okay. Hier ist bestimmt keiner drin. Genau so ist es. Da kommen gleich die 5 rein. Hier sind 12, die hier rüber sollen. Okay, das heißt, das Schiff nimmt jetzt gleich welche mit. Das ist also nicht verkehrt. Machen wir gerade schnell. Jetzt hat er sie mitgenommen, ne? Ja, die 12 sind da drin. Das ist auch okay. Hier steht zurzeit niemand. Da kommt aber der nächste Zug. Der hat wieder 12 dabei. Das ist auch okay. Und wie sieht es hier oben aus? 39 über Auengrund. Die wollen nach oben. Ich sehe keine Kutsche, doch eine. Okay, das ist jetzt ein bisschen knapp, glaube ich, mit einer Kutsche dann, ne? Hier stehen zwar nur Wilnsdorf-Wald. Na, okay, das wäre hier rüber, oder? Nee, das ist noch woanders hin. Ja, aber ich glaube, da müssen wir dann der Kutsche doch noch da mehr drauf haben, ne? Weil, ja, der hat da gerade 15 hingebracht. Und davon einer zurück, der jetzt gekommen ist. Okay, das bedeutet, wir müssen auf dieser Linie Stadtbus Schwandorf Nord, muss dann doch noch eine Kutsche erstmal drauf. Eine ist zu wenig.
Stadtbus Schwandorf Nord. Da ist es. Starte die mal. Kannst du dann hier schließen. Und wir müssen jetzt aber gerade noch mal gucken. Hier rein, da war. Die könnten wir jetzt. Na, der hat sogar zwei ausgewählt. Jetzt hat er sogar drei ausgewählt. Wie geht das? Okay, aber die beiden Kinder, den können wir löschen. Ist das jetzt. Irgendwas ist hier wieder falsch. Ah, das kann doch nicht sein, oder? Oh Gott, ey. Irgendwas, guck mal, guckt euch das an hier. Was ist hier falsch? Was läuft hier falsch? So kann ich doch nicht arbeiten, oder? Irgendwas ist hier ganz im Argen mit dem Ding. So, jetzt nochmal. Jetzt möchte ich die löschen. Gut. Jetzt ist keine Linie mehr da. Es gibt noch einige rote Linien, aber das wird sich mit der Zeit bestimmt ergeben, ne? So wie diese hier, wo nur drei drin sind, ne? Die fahren ja bestimmt alle rot dann, ne? Da ist tatsächlich einer drin, ne? Da ist jetzt nichts Prickelndes, ne? Ist klar. Der fährt jetzt wohin? Nach Schwandorf? Ja. Hat aber drei drin, ne? Okay. Er kommt jetzt von Erlangen, glaube ich, mit 11 Passagieren. Okay, geht auch. 15 nach Erlangen und Lippstadt werden über Land welche weg und nach Schwandorf-Angrund stehen auch tatsächlich schon wieder 8. Okay, hier ergibt sich was mit der Zeit, würde ich sagen. Ne? Hier wird es natürlich mau sein, so ist es. Ist die Frage, ob es lohnt, da überhaupt hinzufahren. Wie sieht es in Lippstadt aus? Da stehen 3 für Schwandorf. Und hier unten stehen, fahren keine. Hier zurück sind es tatsächlich 16. Es sind welche stehen geblieben letztes Mal. Okay. Gut, dann sind wir jetzt hier unten bei Erlangen, wo auch die Burg ist. 14 stehen hier. Wo wollen die 14 denn hin? Und hier ist auch noch einer, der hat nichts drauf. An der Burg stehen tatsächlich 6. Da kommen auch zwei Kutschen an. Da ist auch eine von mit 6 besetzt. Und diese hier ist mit 4 besetzt. Okay, das rollt da. Da sind jetzt 6 drin, die jetzt wieder weiterfahren. Okay. Gut, die haben gedreht und fahren jetzt nach dem Hafen. Ja, da sind noch 14 dann, ne? Und hier ist jetzt keiner drin, aber da kriegt er auch welche. Wir sind am Hafen. 36. Und warte mal, wo wollen die denn alle hin hier am Hafen? Über Schwandorf-Wald. Also nicht dahin, wo ich jetzt gedacht habe, die kommen aber von da weg und wollen nach Erlangen-Zweig und dann wahrscheinlich weiter. Kann man sehen, ja, kann man sehen über Achim, über Erlangen-Burg, Erlangen-Burg auch, das ist intern dann. Okay, dann passt das. Ist ja schön. Hier jetzt nicht mit gerechnet, hier ist niemand drin, ne? Und hier unten stehen welche. Der Zug wartet auf Beladung. Ob das jetzt praktikabel ist? Auf 10% Beladung. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Wahrscheinlich steht jetzt hier unten keiner mehr, weil er gar nicht kommt. Das könnte sein, ne? Ah, drei sind hier. 10% sind immerhin 6 Leute, ne? Die in so einen Zug rein müssen. Bis hier so ein Schiff ankommt wie das hier und das dann auch noch keiner hat, dann bringt das doch gar nichts, oder? Wir gehen auf jeden Fall runter auf 5 erstmal. Und 5% sind immer noch mindestens 3, die da drin sitzen. Auch noch schwierig, ne? Hier sind ja 29 und 29, da müsste eigentlich was passieren, ne? Aber auch schwierig. Okay, da sind wir jetzt erstmal durch. Jetzt gucken wir nach hinten zu der Burg bei doch hier oben sind wir. Willensdorf war das, nicht Fis, Willensdorf war das. Und da sind 13 am Stehen, okay. Da fahren aber auch 3 Kutschen, allerdings sind die auch gerade weggefahren. Hier stehen wieder 14 für die Burg und hier steht niemand für den Hafen, aber am Hafen stehen trotzdem 22, die zum Augenrund wollen. Und hier sind 6 drin und dahinter keiner, okay, da läuft noch was.
Gut. Der Check ist erstmal gut. So, jetzt haben wir hier Erlangen und so, Bünde und so. Ettlingen heißt das andere. Zwei wollen nach Bayreuth. Sechs wollen nach Bayreuth. Okay. Drei nach Bayreuth. Alle wollen nach Bayreuth. Hat er dann hier Passagiere auch in die andere Richtung? Ja, auf 24. Das geht ja schon mal. Und jetzt Bayreuth. Was macht der Zug hier? 41. Okay, nicht schlecht. Und in Bayreuth stehen 17. Die wollen tatsächlich alle aufs Festland bis auf 6. Die wollen zum Hafen. 14. Ettlingen, die wollen alle landeinwärts. Und hier steht niemand, ne? Sich diese Kutsche hier rentiert, ist die nächste Frage, ne? Jetzt fährt sie 06, 292 miese. Schwierig, lassen wir aber erstmal noch so. Was sagt denn unsere Marge? Vielleicht wäre das noch interessant. Also vielleicht Monat. Hier war Plus und da war Minus. Okay, das war sehr stark Minus, weil wir sind ja schon in diesem Monat. Das war jetzt nicht so dolle dann, ne? Das müssen wir im Auge behalten, ne? Und wie viele Millionen haben wir noch? 1,5 knapp. Hier fährt jetzt gerade keiner, ne? Aber diese haben beide noch schwarze Zahlen, da ist das erstmal okay. Hier ist gerade der Zug angekommen, das heißt, dieses Schifflein kann auch gleich voll sein. Hier sind auch 53 drin. Die wollen auch alle weg da. 14. Über zwei Brücken. Das ist alles nach Norden, nicht nach Dingens. Zwei Brücken Wald, das ist da. War das auch zwei Brücken Wald? Aber jetzt nicht noch. Da wollen noch drei zum Hafen. Okay. Das funktioniert aber erstmal alles gut, glaube ich. Gütersloh, das ist alles Norden. Hier steht bestimmt keiner, ne? Ne? Ach, jetzt fahren wir noch nach Köln und so, ne? Zwischen Ahn steht er jetzt. Mit 12 Passagieren und Fahrplan sagt, wann fahren? Bei 20%. Das sind 12, ne? Komm, mach mal nur 10, ey. Das 20 ist zu viel. Dann kommen auch nicht mehr Passagiere, denke ich. So, jetzt sind wir hier. Der fährt nach Köln mit 27, okay. Hier, der kommt von Köln, fährt mit 3 zurück, okay, nicht so dolle. Aber soll erstmal laufen. Hier stehen 26, Neubrandenburg, Gütersloh, Lüneburg, alle in die Richtung. Okay, wie viel sind hier drin? 41, Hajuna und Königsbrunn, das ist okay. Hier stehen 5. Auch okay. Jetzt ist noch die Frage, wie viele hier unten in Königsbrunn stehen. Da stehen 10. Auch gut. Okay, das läuft erstmal. Sieht alles eigentlich erstmal gut aus, oder? Jetzt kommen wir hier nochmal. Ne, da nicht, sondern da nochmal rein. Nochmal die Haltestellen. Bezeichnung nicht, sondern wartend. Neubrandenburg. Erlangen. Erlangen war auf der Insel. Hier ist das. Da stehen 54. Über Erlangen-Wald, Hafen. Das müsste dann hier unten sein, oder? Ja. Da ist dieser gefahren, der hat nichts dabei. Und da fährt der. Hat auch nichts dabei. Aber da müsste ja gleich was passieren dann, ne? Der braucht natürlich jetzt noch ewig, ne? Lass mal schneller laufen gerade einmal. Geht das? Kriegen wir das so hin? Oh, der braucht ja ewig, bis er da ankommt, ne? So, jetzt hat er tatsächlich 6er abgeholt, ne? Aber die 48 hierüber, die passen mir nicht. Da ist hier einer. Und der ist auch voll mit 16, okay. Warte mal, da haben wir bestimmt dann noch eine Fahrzeugliste. Es sind 3 drauf.
Das ist der da unten, das ist der da oben. Mach die Liste aus. So, jetzt sind wir hier. Gerade vorbei. Hier, das ist noch ein bisschen weiter vor. Und hier ist noch weiter vor. Die kommen also alle drei dahin. Hier sind es 31, 36. Und da haben wir hier offen 48. Das heißt 16, 32. Ja, ist gerade so, dass die 48 dann abgeholt werden. Das heißt, eigentlich ist dann ein Schiff zu wenig drauf dann. Weil wenn da jetzt noch einer kommt, was ja noch dauert, bis das letzte ankommt, dann ist überfüllt. Und da wir ganz unten erst den Dingens haben, wird es auch Zeit, dass da einer hochfährt, ne? Weil das Depot ist ja nur hier unten. Macht das Sinn? Ja, eigentlich können wir uns das noch nicht leisten, da oben einzubauen, oder? Das ist das Postschiff, ne? Ja. Und das war jetzt Erlangen, Hafen, Schwandorf, Wald. Und starte den mal. Der muss da noch hin. Ja. Läuft gerade so. Doch, da war. Nee, da war nicht richtig. Da war richtig. Da anklicken und dann. Ja, es ist schlecht am Laufen, weil da der letzte Monat. Dann doch hier. Der war okay, aber der hier war ja ganz schlecht. Jetzt dümpeln wir hier mit einem mit 37 Grad rum, ne? Ja. Ja, da müssen wir gucken, dass das wieder hier hochgeht. Wir sind ja knapp drüber immer, ein bisschen investiert haben wir. Müssen wir gucken, dass das läuft. Ich würde aber sagen, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.